Ich grüße euch. Heute haben wir eine Switch-Konsole. Bei dieser wurde vom Besitzer der Display und Touch, glaube ich, getauscht. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist noch nicht alles fixiert. Er hat es auf jeden Fall tauschen wollen und hat sich dann den Display-Konnektor beschädigt. Er hat sich Pins verbogen. Wir schauen uns das mal zusammen an. Man sollte sehr schön erkennen. Hier ist ein Pin, der nicht mehr richtig saß. Den hatte ich korrigiert. Hier ist ein Pin rausgerissen komplett. Dieser fehlt. Ich hatte es dann getestet, aber es ist immer noch keine Bildübertragung vorhanden. Somit bleibt uns jetzt nur übrig, den Port zu tauschen. Und das werden wir jetzt machen. Man konnte gerade wunderbar sehen, wie das Lot hier angezogen ist, auf beiden Seiten. Wunderschön. Wir schauen uns jetzt mal zusammen den neuen Konnektor an. Augenscheinlich sieht es nahezu perfekt aus. Wir checken aber mal jeden Pin noch.
die andere Seite. Es werden Flussmittelreste sein. Perfekt. Einfach nur perfekt. Ich habe hier zum Reinigen ein Reinraumtuch benutzt. Das ist nahezu fusselfrei. Und wir haben eine Bildausgabe. Perfekt. Einfach nur perfekt. Der Touch funktioniert. Alles wunderbar. Sehr schön. Einfach sehr schön. Es ist alles so, wie es sein soll. Und zum Thema Connector. Es ist, glaube ich, der am meisten getauschte Connector bei der Switch-Konsole. Er ist selbst mir schon kaputt gegangen und ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich sagen würde, ist mir noch nie passiert. Beim Stecken des Flex, ein Pin schief, hast du keine Bildausgabe mehr. Oftmals kann man es korrigieren, indem man die Pins wieder gerade biegt. Ganz vorsichtig natürlich, behutsam. Aber in diesem Fall ist einer weg gewesen und der Connector musste getauscht werden. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch einen neuen Touch oder Display eingebaut habt und eben die Verbindung trennen musstet, neu setzen und es funktioniert danach nichts. Kontrolliert behutsam die Konnektoren, ob die Pins alle gerade sind und sonstiges. Ich grüße euch. Jetzt haben wir eine Switch-Konsole und zwar ist bei dieser der Spielekartenleser defekt. Und den schauen wir uns auch gleich mal an. Und man kann, glaube ich, sehr gut erkennen, hier ein Kontakt ist abgebrochen, der zweite ist abgebrochen, der dritte ist abgebrochen. Der vierte ist viel zu niedrig. Hier hinten, die passen auch nicht. Zack, ist der Kartenleser kaputt. Na gut, wir werden die Slot-Einheit austauschen. Nicht das komplette Modul. Absoluter Quatsch. Einfach die Einheit austauschen. Egal ob V1, V2, OLED. Es sind alles die gleichen Module. Machen wir es. Hier kann man es nochmal viel besser erkennen. Einer ist abgebrochen, 2, 3, 4 und 5. Es sind insgesamt 5 Konnektoren abgebrochen und somit hat der Kartenleser nicht mehr funktioniert.
Wunderbar, die Kontakte sitzen alle perfekt. Ankerpunkte. Sind gut reingelaufen. Dann verbauen wir es wieder. Der Akku ist leer. Wunderbar, sie ist jetzt gestartet. Ich habe hier Minecraft. Stecken wir es ein. Spiel wurde erkannt. Perfekt. Wunderbar. So soll es sein. Ihr habt gesehen, wie ich es gemacht habe. Ich habe wirklich bloß die Kartenleseeinheit runtergelötet, eine neue aufgelötet. Günstiger geht eine Reparatur dieses Fehlers wirklich nicht mehr. Einige holen sich die komplette Platine, dann müssen sie darauf achten, ob V1, V2. Und diese Slots passen wirklich bei V1, V2, OLEDs. Bei allen Switch-Konsolen. Es ist egal welche. Ich tausche die Einheit aus. Fertig, Ende, aus, die Maus. Ja, und ich muss nicht groß rumgrübeln, was ist es jetzt für eine Modellreihe oder sonstiges. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Bis zur nächsten Aufnahme.